Schwör's euch, Tim Gabel von den ganzen komischen Spacken von damals. Er hat so einen 5-Mark-Knüppel, ne? Ab und zu pumpt er sich da mal einen weg im Keller. Das hat mit Bodybuilding nichts zu tun. Guten Morgen, United Gendarmerie Freunde. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute reagieren wir auf den damaligen Schützling, der die Fitnessszene zusammen mit der Crew revolutioniert hat. Nämlich den Schützling von Karl S. Yeah. Und zwar sprechen wir hier von Tim Gabel. Tim Gabel zeigt uns sein Form-Update nach 3 Jahren. Wie sehe ich gerade aus? Ich bin gespannt, Friends. Let's go. Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich bin heute... Dieses... Das ist doch einfach nur legendär von damals noch. Jeder hat es gemacht. Jeder Fitness-Influencer hat somit seine YouTube-Videos begrüßt. Beziehungsweise die Community in den Videos begrüßt, die Zuschauer. Jim, ich wollte euch meine Form zeigen. Das ist jetzt nichts Beeindruckendes. Ihr müsst mich auch nicht aufmuntern in den Kommentaren. Meine Wahrnehmung ist gefickt, weil ich... Aber schöne Vaskularität hier am Start schon, sehe ich hier. Schon lang genug, um... Ja, also, ich gucke das ganz anders an. Und wenn ich sage, dass ich kacke aussehe, dann heißt das nicht, dass Leute, die weniger haben oder so als ich, dass ich das irgendwie schlecht aussehen finde oder dass ihr euch irgendwie schämen müsst, wenn ihr ins Gym geht. Wirklich, wenn ich solche Kommentare mir gegenüber jetzt droppe oder so, keine Sorge, das ist einfach nur meine verzerrte Wahrnehmung. Vielleicht auch mein Ehrgeiz und mein gefickter Kopf. Bevor es losgeht, Freunde, will ich euch kurz meine Änderungen in meiner Trainingsphilosophie noch kurz mitteilen, damit ihr den... Also im TN stand Formupdate nach 3 Jahren. Hat er jetzt 3 Jahre trainiert, hat er 3 Jahre nicht trainiert. Finstrol, Masteron, Trenbolon, HGH, Clan, Buterol, Bean. Ihr wisst, Tim Gabel ist ja jetzt von der Fitnessszene weg. Der macht andere Sachen. Deswegen bin ich da nicht so auf dem neuesten Stand. Aber wir gucken mal. Der wird das auf jeden Fall hier im Video mal... denke ich mal, erwähnen. Kontext versteht. Ich will nicht auf die Bühne gehen. Ich mache keinen Wettkampf-Bodybuilding oder so. Das war nie mein Ding. Ich möchte das hier für mich machen. Und Sport und Fitness ist ein Teil der Gesellschaft. Ganz ehrlich, so im Tanktop, der sieht super trainiert aus. Athletischer Körper, wie ein Schwimmer. Also jetzt kein Bodybuilder. Aber hat ja gesagt, will er auch gar nicht. Aber dafür, dicke Arme hat er. Also wenn er anspannt, athletisch sieht er aus. Ich denke mal, ein Sixpack hat er auch am Start. Bin mal gespannt. Gesamtgleichung in meinem Leben, das seht ihr. Ich habe ein sehr großes Spektrum an Themen auf meinem Channel. Deswegen ist es für mich okay, wie viel Sport brauche ich persönlich, um glücklich zu werden, um meine Ziele zu erreichen. Und wo ich gemerkt habe, dass ich einen zu hohen Preis dafür gezahlt habe, war für mich einerseits sozial. Ich habe sehr oft darauf verzichten müssen, mit meinen Freunden zu chillen, irgendwas mit denen zu machen. Das hat mir nicht gefallen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden essen gehen will, dann will ich das auch tun können. Weil es war bei mir teilweise mittlerweile so, dass ich dann so wusste, okay, meine Freunde wussten, ey, ich brauche Tim gar nicht fragen, weil er sagt eh in 9 von 10 Fällen nein. Und das isoliert einen. Kenne ich aus meiner Vergangenheit, wo ich noch aktiv an Wettkämpfen teilgenommen habe, Jahr für Jahr, man verschwendet einfach, was heißt man verschwendet seine Zeit? Man hat kein richtiges soziales Leben mehr, das leidet extremst drunter. Dann, und da kann Bodybuilding wirklich, also da habe ich krassen Respekt von den Leuten, die das auf der höchsten Ebene machen, Essen wiegen und super aufpassen und auch nicht nur die eine Kleinigkeit scheiße machen. Das will ich nicht, deswegen ist hier so mein Anspruch an mich selber, 80-90% der Zeit, sag ich mal, sich richtig zu ernähren und auch richtig zu leben. Ich neige dazu immer zu Extremen und auch zu mehr Kompromisslosigkeit, weil ich gehe sowieso nicht feiern, also super selten. Ich war neulich, als ich musste, habe aber auch nichts getrunken, also ich trinke, bei mir ist Alkohol. Nee, feiern, wenn dann, ich trinke auch selten, aber wenn ich feiern gehe, muss ich mir mal einen reinorgeln wie ein 8-Armiger mit Gerhard. Nein, anders geht's nicht. Ich kann nüchtern in keinen Club reingehen, da drehe ich durch. Deshalb sowieso Alkohol und Feiern und der Sport, das passt alles nicht zusammen, Freunde. Ist sehr, sehr schwer, das irgendwie zu kombinieren. Entweder du hast so eine Motherfucker-Genetik, wo selbst das deine Form, also Alkohol, deine Form nicht zerstört. Bei mir war es früher sehr, sehr schlimm. Also jede Saufeskapade, du konntest zusehen, wie meine Plauze dicker wurde und meine Muskeln verschwunden sind. Alkohol, so ein Null-Toleranz-Ding. Also aber das war meine Jugend, das war mir in dem Fall scheißegal. Ich habe von Montag bis Freitag trainiert und Freitag, Samstag waren wir mit den Jungs feiern im Alter von 20. Das war Standard, jedes Wochenende. Bereue ich auch nicht, das war meine Jugendzeit, beste Zeit. Klingt gar nicht gerade, das letzte halbe Jahr keinen einzigen Tropfen. Rauchen, kiffen und so auch nicht. Aber das sind eben so Ausflüchte, die dann bei mir passiert sind, weil ich so ein hartes Leben geführt habe. Habe ich dann zum Beispiel irgendwie den Escape damals gesucht im Kiffen oder irgendwas. Und deswegen will ich das jetzt versuchen, nachhaltig zu machen. Die zweite Komponente, was die Nachhaltigkeit angeht, ich will jetzt nicht eben mich wieder hinstellen und sagen, oh, ich nehme jetzt die 60er Kurzhanteln für YouTube, weil das halt dann krass aussieht und ich fick mich selber dabei. Ich habe jetzt gerade schon wieder gemerkt, 3 Trainings in Folge, mein Knie ist ein bisschen angefickt, ich kann mich da selber manchmal nicht so richtig bremsen. Deswegen, ich muss aufpassen, das langsamer zu machen. Lieber gehe ich auch trainieren, wenn ich 70, 80 Jahre alt bin und kann meine Einkäufe selber noch oben in den 4., 5. Stock tragen und sehe gut aus, fühle mich gut und mache den Sport. Einfach ein fitter Körper.
Verstehe ich voll und ganz. Sport konstant, als dass ich irgendwie jetzt halt 5 Jahre lang in einer geisteskranken Form rumlaufe, aber danach wirklich mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen habe. Und deswegen ist jetzt für mich das Optimum-Verhältnis. Das sind 3 Spannungsfelder. Es ist meine Performance und meine Form. Es ist das Soziale, dass ich nicht auf Sachen verzichten muss, die sich gar nicht so krass lohnen. Und auf der anderen Seite ist es die Verletzungen. Also komm, rechtfertige dich jetzt hier nicht für deinen Körper. Du siehst super aus, Mensch, Junge, pack aus das Tanktop. Zieh aus das Ding. Meine körperliche Gesamtgesundheit, so nennen wir es mal so. Und für mich ist jetzt die in dieser Phase meines Lebens ist die Herausforderung, wie kriege ich all diese Dinge in Einklang, sodass ich die fetteste, natürlich will ich eine krasse Form haben, ne? Also deswegen bin ich auch hier. Ich will jetzt hier nicht irgendwie so eine große... Ist das nicht der Keller auch von damals, wo die trainiert haben oder das Gym? Sieht genauso aus wie in diesen Oldschool-Videos von damals. Ausrede, so ein großes Setup machen für eine Ausrede, sondern wie kriege ich all diese Sachen unter einen Hut und kriege trotzdem eine krasse Form. Und Freunde, und ganz kurz Werbung an der Stelle, wie ihr eine krasse Form bekommt. Natürlich mit den Produkten von ESN. Ihr könnt aktuell euch 20% Rabatt sichern auf alle Vitalprodukte. Da empfehle ich euch das Multivitaminprodukt Athlete Steak. Da habt ihr alles gut dosiert, gut durchdacht, auf 7 Kapseln am Tag, eine 30-Monats-Ration. Da kassiert ihr 20% drauf. Und auf alle weiteren Produkte gibt es wie immer den besten Deal mit meinem Rabattcode. Beispielsweise das Isoclear gönne ich mir aktuell immer nach dem Training. Rabattcode William wie immer an der Kasse eingeben auf esn.com. Damit sichert ihr euch den besten Rabatt. Vielen lieben Dank für den Support und weiter geht's mit dem Video, Freunde. Für euch auch vielleicht zu lernen, was muss man dort opfern, was nicht, werden wir herausfinden. Falls ihr mehr Fragen habt, dann können wir das im Stream oder irgendwann anders klären. Aber heute sind wir hier, um zu sehen, wie ich gerade aussehe. Bin gespannt, was ihr sagt. Oh, richtig gut, Alter. Richtig nice. Er hat so einen 5-Mark-Knüppel, ne? Kennt ihr noch die 5-Mark-Münze, Alter? Wahrscheinlich nicht mehr. Sehr krasse Form, Digga. Sehr, sehr krasse Form. Also, für das, was er tut. Wisst ihr, was ich meine? Er ist kein Sportler, der da 100% gibt. Der führt noch ein völlig normales Leben, geht ab und zu, pumpt er sich da mal einen weg im Keller. Ich kann nicht posen, Digga. Ja, die Posen, die da macht, sind Käse, ne? Das hat mit Bodybuilding nichts zu tun. A, ich konnte es noch nie. Und B, ich kann es keine 2 Sekunden halten. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Wenn ich mir so alte Videos angucke, ich frage mich, wie ich das konnte. Wenig Masse, aber halt sehr, sehr trocken, ne? Aber viel Muskulatur ist da nicht. Das ist einfach trockenes Fleisch, deswegen kommt das geil zum Vorschein. Und der befindet sich dort natürlich auch im besten, anabolsten Licht. Ich frag mich, warum meine linke Schulter abgeht. Das ist aber krass. Guck mal, also ist frech. Ich trainiere mit Kindergartengewichten. Das zum Beispiel habe ich gemacht mit, also so easy, okay, die Übung. Früher. Geht mir genauso nach meiner Schulter-OP. Rechte Schulter wurde operiert. Ist nichts mehr mit Kurzhantel drücken mit 60 Kilo. Das waren damals wirklich 60 Kilo auf 12 bis 15 Reps. Katastrophe, ist das traurig, Alter. 40. Teilweise noch mehr, aber jetzt so on a regular, ohne Showtraining und so ein Durchschnitt. So. Komm, teilweise mehr, den Spruch kennen wir doch alles. Selbst nach einem Kacktag habe ich 40er machen können. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das einer der Gründe ist, warum meine Schulter gefehlt ist. Nee, aber es geht ja, ich meine, das ist ja das Schöne wie in einem Video, wo ich gesagt habe, ey, wenn das reicht, um so auszusehen, bin ich damit happy. Schwör's euch, Tim Gabel von den ganzen komischen Spacken von damals? Ist das so der Sympathischste? Der ist nicht aufgedreht, der redet ganz normal, ganz sympathisch, ganz ruhiger Typ. So mit dem könnte man, glaube ich, am Tisch sitzen und sich ganz normal unterhalten. Weil bei den anderen, ich weiß nicht, da ist schwierig, Alter. Die entweder fressen die irgendwelche Pilze, machen irgendwelche anderen Scheiß. Und Tim Gabel scheint mir da tatsächlich ein bisschen der Normalste von zu sein. Aber vielleicht bin ich auch falsch informiert, ich weiß es nicht. Aber so bis jetzt, cooler Eindruck. Wollen wir nicht kaputt machen.
So klar sieht es cool aus, mal für ein Video oder so fette Gewichte wegzuballern, aber... Ich habe mich gefragt, im Endeffekt steht es im Verhältnis zueinander, wenn ich jetzt auf diese ganzen anderen Sachen verzichte, wie viel Prozent mehr Form kriege ich wirklich? Ich persönlich hoffe insgeheim darauf, dass ich vielleicht so 4-5% schlechter aussehe, als wenn ich jetzt, sage ich mal, ein normales Leben lebe, was für mich sich leichter anfühlt, um zu gucken, weil ich war da immer so ein bisschen Opfer meiner Extreme. Auch vielleicht für euch inspirierend, weil der eine oder andere von euch wird sich verletzt haben. Wenige von euch sind wahrscheinlich den Weg genauso haben den genauso durchgezogen wie ich. Aber die paar Leute, die das gemacht haben, wissen, was man da alles liegen lässt und opfert. Und ich bin jetzt, interessiert mich wirklich, okay, kann ich 100% geben anstatt 120? Und welche Auswirkungen hat das auf den gesamten Trainingserfolg, den Spaß und all das? Und ja, da bin ich gespannt. Wo sind denn seine Beine? Hat Tim Gabel etwa den Trainingsplan von Farid Bang gemacht oder zeigt er gar nicht die Beine? Gutes Gefühl, auf jeden Fall. Wurde ja so gespekuliert, auch bei mir im Livestream, dass der keine Beine trainiert. Stimmt das echt? Freunde, Training ist vorbei, es regnet, ich gehe jetzt nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Bock habt auf mehr Trainingsvideos, unten in die Kommentare schreiben, ihr kennt den Drill. Ihr könnt dann sagen, was ihr von der Form haltet. Ich kann euch meine Meinung geben, es geht mehr. Also Definition. Es geht immer mehr. Ist auf jeden Fall da, aber da fehlt auf jeden Fall einfach noch die Masse und... Ja, so wie ich gesagt habe, gute Selbsteinschätzung wahrnehmen. Wundert euch nicht wegen den Gewichten, die ihr da gesehen habt, das ist halt für mich, ich mache sehr kurze Pausen, ich trainiere das dann fast schon so kardiomäßig durch und es ist halt der Weg, mit dem ich gerade trainieren kann. Ich bin glücklich, dass ich überhaupt trainieren kann. Das mit der Form ist dann noch die Kirsche auf der Torte, aber ich hoffe, dass der ein oder andere von euch jetzt seinen Arsch hochbekommt und zum Training motiviert. Komm grad vom Training, Junge. Wird worden ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Also, Friends, das war das Video, das Formcheck, Form-Update-Video von Tim Gabel. Die Message, die er da so mitteilt, ähnelt wirklich stark dem Video von Aldin Aljagic. Bloß der Unterschied ist, dass Aldin Aljagic Profi-Bodybuilder ist und beziehungsweise jetzt Ex, weil er ja die Karriere an den Nagel gegangen hat. Er macht keine Wettkämpfe mehr. Und Tim Gabel, ehemaliger Fitness-Influencer-Star. So, das ist der einzige Unterschied. Aber die Intention, beziehungsweise die Aussage dahinter ist dieselbe. Die wollen einfach mehr Lebensqualität haben, mehr soziales Leben haben und geben sich damit zufrieden. Ich finde die Form für Tim, muss ich euch ganz ehrlich sagen, völlig in Ordnung. Ja. Scheint ein sympathischer junger Kerl zu sein, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Haut auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte überhaupt von Tim Gabel? Habt ihr damals die Zeit miterlebt mit Karl S., den Gym Aesthetic Boys und wie die alle heißen, Misha, Jan Inject und Tim Gabel und die ganze Truppe? Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Wir sehen uns heute live auf Twitch um 20:30 Uhr. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Und ja, bis dann, Freunde. Ciao.